Wenn man eine neue Uhr kauft, ist man eigentlich immer frisch verliebt und hat gar nicht so den Blick für das, was einem nicht gefällt. Deswegen mache ich immer mein eine Woche am Arm Video. Trotzdem kann es sein, dass nach einer noch längeren Zeit noch andere Eindrücke entstehen. Und dafür ist diese Serie Langzeitfazit nach über einem Jahr. Hallo und willkommen zu WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast zu einem Doppel-Langzeit-Fazit. Es geht um die Mien Voyager, die ich zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos ungefähr 15, 16 Monate in meinem Besitz habe. Ja, das ist ein Langzeit-Fazit, vor dem ich mich, ich will nicht sagen gedrückt habe, aber wo ich ehrlich gesagt lange überlegt habe, was ich sagen soll. Ich habe gar kein Problem mit Quarzuhren, beziehungsweise bei einem späteren Review werde ich euch ein einziges Problem, was ich mit Quarzuhren habe, erläutern. Also Quarz ist hier nicht das Problem und es ist auch nicht das Problem, dass es hier ganz klare Designanleihen gibt. Das finde ich okay, weil es genug Eigenständigkeit in den Uhren gibt. Trotzdem werde ich mit den Uhren nicht komplett warm. Ich weiß nicht, ob es das abgerundete Gehäuse ist, was zwar sehr angenehm sich trägt, aber der Uhr nicht den Charakter verleiht, den das Ziffernblatt verspricht. Wenn ich mir das Ziffernblatt angucke und dann das Gehäuse, es ist sehr rund. Ich weiß, dass das auch nah am Original ist, aber die Kanten hier oben, also Übergang Seite zum Horn, ist nicht besonders scharfkantig. Es ist alles relativ weich und rund. Ich bin, wie ihr merkt, immer noch wirklich unsicher, was die Uhren betrifft. Wenn ich zwischen beiden entscheiden müsste, das kann ich auch mit Sicherheit sagen, dann wäre es die mit der schwarzen Lünette, einfach aus dem Grund, weil da auch die Zeiger schwarz umrandet sind und sich aufgrund des besseren Kontrastes besser ablesen lassen als bei dieser mit den metallischen Zeigern. Das ist doch je nach Lichteinfall nicht besonders gut ablesbar. Da ist diese hier doch deutlich besser zu lesen. Das heißt, vermutlich werde ich die Stahlversion verkaufen. Auch mit dem Kautschukband, da habe ich mehrere von, welches immer so ein kleines bisschen rausrutscht, je nach Bewegung. Dafür ist die Schließe fantastisch. Die Uhren kosten echt kleines Geld. Als ich sie gekauft habe, lagen sie unter 200 Euro für ein gutes Quarzwerk mit Saphirglas zusammengebaut, vertrieben aus Deutschland heraus mit Service aus Deutschland, deutsche Firma dahinter, deutsche Marke, Ansprechpartner in Deutschland. Wasserdicht, also ich kann an den Uhren objektiv von den Werten her nichts aussetzen, aber das Gefühl, die Flamme, das Feuer ist entweder nie so heiß gewesen oder doch relativ schnell erloschen. Ab und zu kommt mal eine solche Uhr an den Arm, aber wie gesagt, doch eher selten. Vielleicht verschenke ich auch eine von beiden. Also das ist was, wo ich tatsächlich sagen muss, eine Uhr zu einem fairen Preis, mit einem schönen Design, mit guten technischen Werten, aber keine Uhr, die mich jetzt längerfristig im Sinne von mehreren Monaten bedingungslos in ihren Bann gezogen hat. Ja, also beide nicht. Die schwarze, also diese hier,
Wie gesagt, noch ein bisschen eher als diese hier. Aber beide sind nicht die anhaltende, langfristige, große Liebe geworden. Und diese hier wird wahrscheinlich bei mir ausziehen müssen.